Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch SOS von Sufjan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. SOS von Sufjan. Das Ganze erscheint morgen Freitag, den 23. August. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir haben hier eine rechteckige Box, also im Querformat. Wir werden das mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Also, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Sieht von der Optik schon mal recht düster aus. Wir haben hier ein schwarz-graues Cover. Das Einzige, was hier irgendwie farblich hervorsticht, ist der Albumtitel hier. Und ansonsten hier wirklich alles sehr düster in schwarz-grau, schwarz-weiß gehalten. Hier auf der linken Seite lesen wir einmal Generation Aslak präsentiert, also das Label, bei dem Sufjan unter Vertrag steht. Und dann lesen wir hier Sufjan und SOS. Wobei das SOS auch so ein bisschen an das Paragraphenzeichen erinnert. Zu dem Albumtitel kommen wir dann gleich noch. Hier unten rechts lesen wir dann noch Generation Aslak und produziert von SOTT. Ja, genau da kommen wir wieder zum Albumtitel, denn SOS steht nicht, wie so oft, für Save Our Souls, sondern in diesem Fall für Sufjan on SOTT. Denn dieser hat das ganze Album produziert und daher passt der Albumtitel natürlich, denn Sufjan ist hier auf SOTT Beats. Ja, wir haben hier den Interpreten abgebildet, Sufjan, wie man ihn kennt, mit tief ins Gesicht gezogener Gucci Cap und hinter ihm hier diverse Herrschaften vermummt und auch noch mit zensierten Gesichtern oder zensierten Augen. Sehen alle etwas, ja, unfreundlich aus, haben hier diverse Stichwaffen am Start, also mit denen möchte man sich eher nicht verscherzen. Hier unten das Ganze in schwarz-grau, rechts lesen wir wieder Sufjan SOS. Oben schwarz-grau, links wieder Albumtitel plus Interpret. Und auf der Rückseite haben wir das dann auch nochmal. Zusätzlich haben wir dann hier noch die Infos zum Vertrieb Groove Attack und dann hier noch das Artwork von Calentura. Die Credits enden hiermit und dann haben wir hier noch einen Barcode zum Abschluss. Und dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier regulär aufklappen. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier einen schwarzen Stoffbeutel. Hier befindet sich noch etwas drin. Jede Menge Sticker, eine Autogrammkarte und 1, 2 Poster. Jawohl. So, packen wir mal zur Seite das Ganze. Und soweit ich es gesehen habe, ist das Album noch verschweißt. Jawohl. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Holen das erstmal aus der Folie. Und so sieht das dann aus. Also das Albumcover ident wie auch das auf dem Boxdeckel. Es ist das Debütalbum von Sufjan. Wir erinnern uns, im Januar 2017 erschien das letzte Release von ihm, und zwar Alle. Das war allerdings nur ein Mixtape und deswegen ist das hier sein Debütalbum. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Auf der Seite lesen wir 2 CD. Also hier werden wir das Album und noch eine 2 CD vorfinden. Hier lesen wir dann auch wieder SOS und Sufjan plus spannenderweise ein abgeschnittenes Adidas Logo. Ja, das dürfte wohl hier von der Brust kommen, also hier von diesem Pullover. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features mit dabei, unter anderem von Haftbefehl, Ferro47, Ovo361, DOE und Raider Ruena. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Features auf 13 Tracks verteilt. Dann auch hier wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Also die ersten 4 Tracks hier aufgelistet, dann eine Abbildung von Sufjan mit 2 erhobenen Mittelfingern, weitere Fotos, weitere Tracks, jawohl,
Also sehr minimalistisch gehalten, das Booklet. Die Tracks hier aufgelistet auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann immer ein Foto. Jawohl, danach habe ich gesucht. Wir haben hier die Infos zum Album. Okay, da steht jetzt auch nicht allzu viel. Ich hätte jetzt mir erwartet, dass zumindest irgendwie drin steht, wer hat gemixt, recorded, gemastert etc. Hier steht nur, dass alle Tracks von SOTT produziert wurden. Und dann haben wir noch Management, Kontakt und Artwork. Okay, ist so. Auf der Rückseite Generation Aslak. Das ist ja ein Sublabel von Aslaks. So die junge Generation der Aslaks, sagen wir mal so. Hier haben wir dann wieder das Cover nur etwas herangezoomt auf der CD. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann eben die besprochene zweite CD. Und zwar haben wir hier die Instrumentals zum Album. Jawohl, das gefällt mir gut, dass man das hier so gelöst hat, dass das nicht in einer extra Papphülle daherkommt, sondern hier wirklich gut in diesem regulären Toolcase verstaut wurde. So, wir haben Sticker mit dabei. Und zwar haben wir hier quadratische Sticker, runde Sticker, alles mögliche. Also, wir haben einmal diesen hier, einen Aslak Sticker quadratisch, dann einmal einen SOTT Sticker quadratisch. Finde ich auch schön, also gibt es recht selten, dass hier die Produzenten einen eigenen Sticker bekommen, aber nachdem er ja wirklich allesamt, also wirklich 13 von 13 Beats produziert hat, steht ihm das in meinen Augen auf jeden Fall zu. Und dann haben wir hier noch einmal ein Cover-Sticker vom Album SOS, ebenfalls quadratisch. Dann haben wir einen kreisförmigen, hier nochmal Sufjan mit Mittelfingern. Und einmal einen Generation Aslak-Sticker im Hochformat. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Sticker an der Zahl. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Hier Sufjan in einem grauen Pullover abgebildet. So sieht das aus. Und hier unten mit goldener Schrift und einem Stern. Also, so sieht das aus. Rückseite blankweiß. Dann kommen wir zu den beiden Postern. Wir haben hier einmal im Hochformat Sufjan mit verborgenem Gesicht. Oben rechts Generation Aslak zu lesen. Also im Hochformat Größe A3. Und ein zweites Poster ist auch noch dabei. Und dieses ist im Querformat und ebenfalls A3. Also hier dann nochmal das Cover als Poster. Hat man hier auf zwei separate Poster gelöst. Muss ich ehrlich sagen, finde ich gut, denn wenn ihr euch wirklich beide aufhängen wollt, dann müsst ihr euch nicht entscheiden, Vorder- oder Rückseite, sondern ihr könnt dann wirklich auch beide aufhängen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt, der sich hier in diesem Stoffbeutel befindet. Ich glaube, die meisten wissen es schon. Und zwar befindet sich hier drinnen eine Umhängetasche. Hier lesen wir rundherum Sufjan und Generation Aslak. Dann haben wir hier oben einen Knoten. Mal schauen, ob wir den jetzt schnell aufbekommen. Jawohl. Und dann schauen wir mal hinein. Jawohl. Bei dem Vorgängeralbum, bei Alle Alle, gab es ja auch schon eine Umhängetasche, Pushertasche, wie auch immer. Die dürfte dann doch etwas größer und vor allem auch hochwertiger sein. Also hier in schwarzer Lederoptik. Wir haben hier so einen Metall, so einen kreisförmigen Metall Magnetverschluss. Beziehungsweise wir haben zwei Magnetverschlüsse. Also das hier ist einfach hier so noch mit eingeprägt, dieses Metallteil. Und dann haben wir hier links und rechts jeweils eine Metallschließe. So sieht das dann aus. Auf der Rückseite so. Wir schauen mal hinein. Also wir haben hier einmal eine Vordertasche, dann noch eine zweite, die hier innen auch noch mit einem Reißverschluss zugemacht ist. Der hier bei mir etwas streng aufgeht. So. Und da drinnen ist das Ganze dann auch nochmal in schwarz und schöne Detailarbeit. Hier haben wir dann auch noch einmal SOS. Was lesen wir hier? SOS 1996. Das dürfte wohl das Geburtsjahr von Sufjan sein.
Und hier dann auch nochmal relativ versteckt noch ein kleines Zipfach, wieder mit Reißverschluss. Also hier kann man ohne Ende Sachen reinpacken. Da ist genug Stauraum. Und das hier ist echt so ein kleines Geheimfach, denn normal, wenn man das hier anschaut, ist dann dieser Reißverschluss drüber und erst wenn man den dann richtig so rausklappt, dann kommt das hier zum Vorschein. Gut, wir machen das Ganze mal wieder zu. Komplett. Einmal und zweimal. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch eine kleine Tasche, also ein kleines Fächlein hier, ebenfalls mit Reißverschluss. Und damit nicht genug, denn man muss sie auch irgendwie umhängen können und dafür bekommt ihr dann eben diesen Gurt dazu, der hier komplett gebrandet ist mit SOS 1996. Also beidseitig bedruckt. Hier mit so ganz dicken Metallkarabinern, die man dann hier entsprechend in diese vorgesehenen Metallösen hier reinmachen kann. Einmal. Und wo haben wir es? Zweimal. So sieht das dann aus. Also SOS hier komplett über die gesamte Länge. Und natürlich haben wir dann hier auch noch so einen Bügel, um das Ganze entsprechend größenmäßig zu verstellen. Also je nachdem, wie ihr diese Tasche dann tragen wollt, könnt ihr das dann natürlich in der Länge, in der Größe anpassen. Jawohl. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhängetasche samt Trägergurt. Dann die beiden Poster, einmal im Querformat und einmal im Hochformat, einseitig bedruckt, jeweils A3. Die unterschriebene Autogrammkarte, die ist, muss ich ehrlich sagen, etwas dünn. Also die normalen Autogrammkarten sind etwas stabiler, aber sie ist zumindest original unterschrieben. Dann haben wir Sticker. 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl in verschiedenen Größen und Formen. Sowie natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals SOS. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box SOS von Sufjan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sufjan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.